Jo, mit der Base werde ich es so nie schaffen, die 3000 Pokale, um damit dann die 1000 Gems hier einzuheimsen. Also muss ich mir mal eine andere Base bauen. Das wollen wir heute machen. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, dann hauen wir auch gleich mal rein hier. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier mal so eine etwas ältere Base, removen alles und dann fange ich mal ganz behende hier an, mal eine neue Base zu bauen. Es ist übrigens keine neue Base, sondern ein Zuschauer von mir, der Leo Raab, hat mir einen Link eines YouTubers geschickt. Ich habe den YouTuber aber nicht mehr, der sich eine Base gebaut hat. Und die Base bauen wir einfach mal nach, also nicht ganz nach, sondern so ein bisschen so in Teilen. Und ich bedanke mich aber schon mal dafür. Ich habe nur noch einen Screenshot davon, deswegen ich weiß den Link nicht mehr. Ich habe den Post leider gelöscht und habe es jetzt auch nicht mehr im Internet gefunden. Also ich modifiziere sie dann ganz, ganz leicht, was ich ja ganz gerne mache. Ich bin ja kein Base-Designer oder so, wie man sich den so im klassischen Sinne vorstellt. Und dann wollte ich euch übrigens auch noch eine Geschichte von vorvorletzte Woche erzählen, was ich da alles so erlebt habe. Eieieiei. Natürlich wollte ich euch nicht mit einer Baubase-Folge hier irgendwo zulullen und deswegen nehme ich jetzt noch das letzte Lager hier, save die Base hier mal ab und nehme die mal active. So, dann können wir nämlich auch mal reinhauen hier. Ich will die jetzt auch mal testen. Ich habe alle drei Slots hier frei. Wir hauen hier den Boost rein. Den habe ich jetzt schon ausgebaut, weil ich zu spät gesehen habe, dass der noch ein Level hochgeht. Ist natürlich ein bisschen doof, dass die Base jetzt im Moment so ist und ich ja kurz davor bin, eigentlich den Mortar hier zu machen. Der schwächt mich natürlich ganz enorm. Ihr seht das hier, der deckt diese gesamte Base ab. Aber was willst du machen? Wir hauen jetzt einfach mal rein und gucken mal, wie wir uns schlagen. Ich denke mal, ich kann auch mal so ein bisschen andere Truppen hier nehmen, so Air-Truppen. Aber ich mag es ja nach wie vor wirklich, wirklich gerne hier mit der Luft anzugreifen. Und weil man muss sich hier nach wie vor gegen die Sechser hier wehren. Also hier haben wir schon den Brutzler, haben hier schon zwei von den Zerschmetterern und deswegen würde ich trotzdem nach wie vor sagen, wir machen unsere Luftangriffe einfach weiter. Mal gucken, wie wir uns damit schlagen gegen so einen hier. Ach, es ist immer wieder eine Farce, finde ich. Und da ich ja vor allen Dingen Erdangriffe echt nicht gut kann, das muss ich mal ein bisschen üben, tue ich mich da natürlich besonders schwer. Und nehme jetzt schon mal meinen Helden hier mit rein, dass der ein bisschen an der Seite räumt, dass meine Drachen dann nicht so viel zu tun haben an den dicken Lagern. Komme jetzt aber schon mal ganz gut eigentlich in die Base rein und die müssen jetzt auch nach Adam Riese alle aufs Rathaus fliegen. Ja, machen sie auch, also auf die Meisterhütte hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und jawohl, da haben wir schon mal einen zweiten Stern, also so immer so um die 70, 75% sollten wir hier anpeilen. Das wäre für mich der Optimalfall. Denn das muss auch erstmal einer mit einer BH6 hier holen bei mir. Und da gucken wir mal, wie weit wir hier jetzt kommen. Die Luftfalle hier muss jetzt echt schnell fallen, dass meine anderen Truppen hier noch überleben. Das sieht aber ganz gut aus. Und kann ich meine Maschine nochmal zünden? Ja, ich kann es nochmal ganz locker zünden. Jawohl, 100%, das ist natürlich knackig und genial. Guck mal, die zuckt dann noch so im Hintergrund. Oh, nicht schlecht. Habe ich auch noch nie gesehen. Und den haben wir gewonnen, jawohl. Super Sache, also ich muss echt mal hoch in den Pokalen und erhoffe mir einfach mit der Base hier, dass ich ein bisschen mehr hier deffe. Das hat meine alte Base echt nicht getan, die habe ich auch irgendwo hergeholt. Diese hier scheint mir wirklich gar nicht mal so schlecht zu sein und mal gucken, ob das auch so eintrifft, wie sich der Autor das hier gedacht hat. Also wie gesagt, nochmal danke an den Leo Raab für den Link. Ich habe dich nicht vergessen, du hast mir das als Nachricht geschickt. Ich habe das aber irgendwann nur abgespeichert. Hab mir einen Screenshot von der Base gemacht und mehr erstmal nicht. Das mache ich ganz oft so, damit ich nicht ganz so viel so nebenbei habe, was ich auch schnell mal vergesse. Aber das sieht hier ganz gut aus. Und jo, das passt soweit. Da haben wir ganz gut gedefft. Ich denke mal, da können wir rausgehen. Also die Base hier tut ja schon mal das, was sie machen kann. Oh, ich habe den Clock Tower gar nicht angeworfen. Das ist natürlich dumm. Da machen wir das eben mal. Also der Multimörser ist auch
das letzte jetzt an Defense, was ich auszubauen habe. Danach nur noch Mauern. Ich habe jetzt auch schon langsam wieder angefangen. Ich habe auch schon eine Mauer gemacht versehentlich, weil ich es echt nicht gesehen habe, dass wir hier ja noch was zu bauen haben. Oh, so eine Base hier habe ich mir sagen lassen, die kann man sehr, sehr gut mit Barbaren machen. Aber ist auch wieder eine Sechser. Ist auch wieder eine Sechser und wir müssen uns echt hier mit vielen Sachen rumschleppen. Aber wir machen die ruhig mal. Die Barbaren haben wir mittlerweile auch auf 10 und hier nehmen wir allerdings 3 von den Jungs hier mit. Und jetzt gucken wir mal, wo... Ich kann ja eigentlich ganz locker erstmal einen hier setzen, dass wir hier schon mal ein bisschen mit unserer Kampfmaschine gleich vortanken können. Da können wir mal gucken. Der kann erstmal ein bisschen was machen. So, der könnte auch noch... Ah ne, die Mauer macht er nicht, schade. Okay. Dann gehen wir hier aber schon mal rein mit unserer Kampfmaschine, ziehen schon mal ein, zwei Barbaren mit rein, dass die so ein bisschen hier ein bisschen mit wegmachen, denn wir kriegen gleich schon Besuch von so einem Crusher. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Aber mal gucken, ob wir hier jetzt nicht reinkommen. Die müssen jetzt eigentlich mal die Mauer machen hier. Das wäre ganz nett, wenn die das tun würden. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen die Bombe erwischt. Wir clearen hier außen noch so ein bisschen für so ein paar Prozent. Und mal gucken, ob wir da überhaupt bis zum Rathaus kommen. Mal sehen. Jetzt muss ich die Kampfmaschine eigentlich zünden. Das wäre ganz schön. Ich spam sie auch hier. Das muss ich jetzt mal an der Stelle eben machen, dass die in jedem Fall fällt hier. Und habe jetzt noch ein paar Barbaren. Mal gucken, wie weit die jetzt durchgehen. Jetzt muss ich mich natürlich gegen diesen Crusher wehren. Und der brutzelt mir die auch alle richtig nett weg. Jetzt sind die aber am Rathaus oder an der Meisterhütte. Und machen die das? Nein, da kommen diese Clan-Burgtruppen, glaube ich. Oh, 48% Mist. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich denke mal, ja, die Erdangriffe, die muss ich einfach noch ein bisschen üben. Der war schon mal gar nicht so schlecht. Da habe ich schon viel, viel schlechter hier angegriffen. Okay, haben wir auch wieder ein paar Pokale verloren. Aber ich bleibe hier jetzt echt dran an den Pokis hier. Und so viel mehr hat er ja bei mir auch gar nicht geholt. So, auch wieder ein Sechser hier. Und der hat den Brutzler, hat er auch schon den Brutzler. Ja, super. Hat den Brutzler auch schon. Mal schauen, ob wir uns... das machen wir mal nicht. Da, die machen wir doch mit unseren Lufttruppen. Dem vertraue ich einfach mehr, dass die ein bisschen mehr an Prozente holen. Und nichts jetzt gegen die Bodentruppen, die sind auch gut. Aber ich denke mal, wenn ich mit meinen Lufttruppen hier reinkomme, dann ist das... Ah nein, was mache ich? Ah, scheiße, da ist jetzt gleich der Crusher. Das war natürlich ein großer Fehler von mir. Eieiei, das war ein großer Fehler von mir. Aber wir haben noch gerade so abgefangen. Der Crusher ist weg. Und eine ganze Meute von meinen Lufttruppen geht jetzt schon mal in die Mitte. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt kriegen die allerdings auch ganz gut Beschuss da. Ich muss den jetzt einfach mal zünden, dass die Luftabwehr hier weggeht. Jawohl. Alles ist an der Meisterhütte. Sieht gut aus. Jo, ich bin heute echt schnell am Sprechen hier. Deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen langsamer werden. So, wir haben 65%, ich habe ja gesagt, 75 sollten wir mal so haben, um hier ganz gut zu gewinnen. Und das sieht bisher noch gut aus, 77%. Ah ja, die machen den Crusher noch, aber ich denke mal, ich kann meine Maschine, ich spamme das dann immer, also verzeiht mir das, dass das jetzt so rot auftaucht. Ich versuche die dann immer natürlich so schnell wie möglich hier zu spammen und mal sehen, ob die noch den Bogenschützenturm schaffen, wenn die den schaffen. Dann, ja, dann gewinne ich, das ist super, dann mache ich hier 100%, weil sich natürlich die Luftabwehr nicht mehr gegen meine Maschine hier wehren kann und das natürlich wieder top, also 100%, finde ich super, denke mal, den zünde ich jetzt nochmal, dann hat er auch nicht so eine lange Aufwachzeit, aber wir sind ja eh noch voll im Boost hier. Jawohl. Oh, ja, ich habe ja immer ein bisschen Sorge, wenn ich 100% mache, dass der Gegner ja auch 100% macht. Macht er aber nicht. Ah, super. Eieiei. Okay, die Def gucken wir uns mal an gegen den Sechser hier. Mal sehen, ob das so funzt, wie wir uns das vorstellen. Ja, das sieht gut aus. Das habe ich mir genauso, oder hat sich der Auto genauso vorgestellt. So, ich habe so ganz kleine Veränderungen gemacht, glaube ich. So die eine oder andere Falle ein bisschen umgestellt. Und, ich hätte sie auch so stehen lassen können, wie sie vorgeschlagen war, aber das sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus als meine andere Base. Die ist echt mit Barbaren, ist sie immer überrannt worden.
Das waren dann zwar Max-Barbaren und auch schon eine etwas bessere Kampfmaschine, aber die hier ist wirklich gut. Wir sind bei 2,481. Mal gucken, jetzt kriege ich natürlich nur wieder diesen 2,4er-Bonus. Was will ich machen? Und auch so eine Base hier. Ah, ich mache die, eigentlich mache ich die ja wirklich gerne mit Luft. Aber ich mache die jetzt mal mit Boden. Und zwar auch wieder mit den Barbaren. Mit einmal mit dem und hier nochmal die Barbaren gesetzt. Denn wir kriegen jetzt erstmal relativ wenig Beschuss. Ich denke mal, wir können hier aufmachen. Da schießt der Multimörser noch nicht. Jetzt können wir die Kampfmaschine hier setzen. Und die pendelt sich jetzt erstmal hier auf so ein bisschen Def ein. Jetzt können wir hier schon so ein paar Weichgebäude wegmachen. So hat der Autor das auch genannt in seinem Video. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Mauer weg, dass wir hier so ein bisschen was freiklopfen können. Und jetzt müssten die eigentlich irgendwann mal Richtung Mitte gehen. Auch hier meine Barbaren, tun sie aber nicht. Ah, ich kriege nichts in der Mitte. Doch, jetzt kriege ich was in der Mitte. Okay, die spamme ich da jetzt mal voll rein. Denn ich denke mal, die Riesenbombe liegt ein bisschen woanders. Jetzt ist schon mal, oh, jetzt ist richtig Tumult hier in der Base, in der Mitte. Mal gucken, ob die die Meisterhütte hier bekommen. Da ist ja jetzt auch nicht mehr so super viel Dev. Oh, die ist echt schnell weg. Super. 49%. Mal gucken, 50. Jawohl, 52. Ah, sieht gut aus. Sieht ganz gut aus. War mal gar nicht mal so schlecht. Mit Bodentruppen ist ja auch ein BH5er. Mal sehen, ob er es bei mir dann besser macht oder schlechter macht. Mal gucken, wie weit hier der Aufsprenger noch geht. Der macht ja erstmal vorzugsweise Mauern, aber ich lasse die trotzdem immer gerne laufen, bis sie dann halt verenden. Und ja, der verendet jetzt schon. Okay. Dann war es das auch. Und okay. Mein Gegner ist auch schon fertig. Mal sehen, wie er sich geschlagen hat. Oh, wir haben gewonnen. Super. Upgrade completed. Bomber Level 9. Oh, das ist natürlich auch krass. Okay, mein nächster Bonus ist auch gar nicht so lange hin. 12 Stunden noch. Und ich schaue mal, wie lange die Folge jetzt gerade schon geht. Ah, ich denke, da geht noch was. Und ich würde sagen, wir machen noch einen, denn jetzt muss man mal eben schauen. Meine Maschine ist fertig. Ja, wir machen noch einen, bevor wir den Multimörser machen. Und können wir eigentlich was im Labor anstoßen hier? Jo, ich kann den Bomber weitermachen. Ah, das ist auch super. Das ist auch super. Den können wir eigentlich jetzt schon anstoßen. Für 2 Tage, den machen wir auch. Und den können wir sowieso anstoßen. 1,2 haben wir schon drin. Aber mal sehen, ob wir noch über 2,510 kommen hier mit unserer Truppe. Und das sieht gut aus. Das ist ein 6er. Ein 5er, entschuldigt. Das ist ein 5er. Und ich denke mal, den kann ich ähnlich machen. Wir ziehen hier mal die Kampfmaschine vor, dass die so ein bisschen tankt. Nehmen wir schon mal so ein bisschen hier ein wenig weg und clearen hier so ein bisschen die Seiten mit den Bombern hier. Ja, mal sehen. Die gehen jetzt. Ah, okay. Da ist jetzt offen. Hier ist offen. Aber wir müssen natürlich auch die Seite immer machen. Die dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt müssen die aber langsam mal in die Base reingehen hier. Das machen sie jetzt auch. Super. Sieht gut aus. Oh, Kampfmaschine fast vergessen. Aber die ist jetzt an der Meisterhütte. Ja, sieht gut aus. Oh, meine Bodenangriffe werden ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Super. Ich habe ein bisschen dazugelernt. Ich habe auch YouTube-Videos geguckt. Dass ihr wisst das, ich mache das. Na komm. Ah, schade. Kann ich nicht mehr zünden. Aber 68%. Mal gucken, ob das noch was wird hier. Ah, nee, wird nichts mehr. Okay, ist aber nicht so tragisch. Mein Gegenüber ist noch dabei. Mal gucken, ob wir uns die noch eben live reinziehen können hier. Die Dev. Na, wird es eine Dev? Oh, ihr habt das gesehen. Es ist... Oh, oh, oh. Okay, das ist eine ganz enge Kiste hier. 59, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt hatten eben. Aber er kann das Ding hier gleich nochmal zünden. Und jetzt machen natürlich hier meine 65. Ich glaube, da hat er jetzt ein bisschen mehr. Den haben wir leider verloren. Also, das ist der erste, der jetzt mal durchgekommen ist mit Lufttruppen. Okay, dann hat er es sicherlich gut gemacht hier. Ich gucke mir das nochmal an, analysiere das, was ich besser machen kann oder auch nicht. Und jetzt kann er sie nochmal zünden, aber ich denke mal, weiter kommt er auch nicht, aber 75%, die haben wir leider nicht gemacht bei ihm. Ist nicht so tragisch, hat er gut gemacht hier. Muss man dem Gegner Tribut zollen. Wirklich starker Angriff hier. Wunderbar. Ja, sieht gut aus. Sage ich jetzt einfach mal so. Auch wenn wir verloren haben, ist das nicht so tragisch. Das war von mir mal eine reine Basebuilder-Folge hier. Ich hoffe, die gefällt euch trotzdem. Morgen wieder ganz harter CK. Also, ich kann euch einiges zeigen. Noch von dem CK, den wir im Livestream gesehen haben, am Samstag, Sonntagabend oder Samstagabend, Sonntagnacht. Und bis dahin, euer Toto. Flasht.